Okay. Let's go. Okay, ja, kein Startboost, sehr gut. Alles, wie es sein soll. So, die brauchen wir nicht. Dafür brauchen wir die. Und stimmt, die Presets sind ja jetzt abgeschaltet. Sieht mit einer 12er Lobby aus. What? Aber nicht in, nicht in S4. Bernan, so soll es wohl schon gehen. Dachte, da ist da was. What? Ein S4? Die ganze Spiellogik ist ja auf 8 Spieler ausgelegt. S3 kann das, aber... Ist ja mal richtig langsam. Glaub mir, im Multiplayer bist du froh, wenn du so viel Zeit zum Überlegen hast. Es gibt ja genug Sachen, auf die man achten muss, und im Multiplayer wird dir nicht verziehen, wenn du da nicht drauf achtest. Hab ich die... Mann, mach doch mal die voll jetzt. Wir können aber hier, wir können auf Pius gehen. Selbst wenn du sagst, dass es wie der beste Siedler ist, ist es ja auch. Nein, also S3 ist schon... S2 hatte seinen eigenen Charme, ist aber, finde ich, nicht so elegant gealtert in mancher Hinsicht. Und S3 ist halt in mancher Hinsicht doch das bessere Spiel. Aber, finde ich, es fehlt da an Komfort-Features, die S4 dann hatte. Und ich finde ein paar Sachen vom Prinzip her einfach besser. Also ich muss sagen, in S3 ist es sehr befriedigend, wenn du da einen Level-3-Soldaten dir erarbeitet hast. Aber ich finde es nicht cool, dass in S3 Gold einfach nur rumliegt. Vielleicht sollten wir mal kommen. Ihr macht das. Wir gehen hier rein. Er hat wohl endlich seine 10.000 Nutzosium zusammen. Die hat er schon länger zusammen. Lass mal schauen. Hab ich? Ja, ich habe noch 4. So, wir brauchen mal hier drüben welche. Weil das werden wir tendenziell zuerst nutzen. Ach stimmt, hier oben die Türme gibt es ja auch noch. Boah, es ist so lange her, dass ich richtig The Woods gespielt hatte. Ich glaube, ich habe vor einer Weile nochmal einen Run probiert, wo ich das, wo ich einfach generell nochmal den Nahrungsaufbau getestet habe von den Trojanern nach Ubo. Aber Metzel kann ich halt auch nicht gut. Sind Rucksack-Katapultisten erlaubt? Natürlich. Wann waren sie je verboten? Aber was ich vielleicht machen sollte...
Ihr drei kommt hier runter. Hätte noch jemand auf die Spectator-Pose setzen sollen, der jetzt deinen Aufbau genau analysiert. Du hast ja mal ein Video gemacht, die würden den meisten Schaden machen. Ist ja auch, sie haben den höchsten Grundschaden aller Ferneinheiten plus ihren Flächenschaden. Ich wollte auch vielleicht mal ein Video machen, wo ich mal gucke, was ist der höchste Schaden pro Angriff, den eine Einheit unter idealen Bedingungen austeilen kann. Da gibt es nämlich genau zwei Kandidaten für. Kommt ihr. Ihr helft mal da unten mit. Spielt ihr mit PT? Ich würde die Standard-PT von The Woods als Grundlage nehmen. Also die 40 Minuten, die diese Barriere drin ist. Weil ich habe jetzt auch gerade nicht die Version ohne gehabt. Ich habe jetzt nur gerade die Version gehabt, die nicht die völkerspezifischen Start-Boosts hat, weil die sind mit Ubo ja hinfällig. Warte. Einer kommt mal hier rüber. Und die zwei auch noch. Wo kommt jetzt der Schwertkrieg her? Okay, von da. Ist es eigentlich schon mal vorgekommen, dass sich jemand mit Türmen eingebaut hat und dann ein Spieler mit Katapulten kam? Ich weiß, dass Glurak den Feuerspeier gegen mich eingesetzt hat, aber mehr einfach, weil er gesagt hat, ich heiße Glurak, so ich muss den Feuerspeier einsetzen. Das Ding ist, dass auch auf, während der WM auf The Woods ja auch die Drei-Turm-Regel galt. Also dafür brauchst du keine... Abgesehen davon, selbst dann sind halt Katapulte nicht gut in dem, was sie tun sollen. Komm, wir bauen mal ein großes Wohnhaus.
Traurige Katapultgeräusche, ja, es ist schon eine Tragödie. So, da unten sind die Dings, die Steinminen, die sollten wir vielleicht auch schon mal freischaufeln. Hier, so, boom und boom und hier. So, das können wir schon mal hier und dann machen wir da ein paar Spitzhacken. Aber wenn man es gewohnt ist, auf zweifache Geschwindigkeit zu spielen, ist halt das im Multiplayer schon Zeitlupe. Ich würde auch sagen, die sind so nutzlos wie die Tankstellen in GTA 5. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Dreifache Geschwindigkeit gewohnt. Das ist eine komische Einstellung. Außer du meinst damit hier von der History Edition oder generell jetzt Spielgeschwindigkeit 4 oder 5. Bei Spielgeschwindigkeit 3 ist doppelte Geschwindigkeit. Na kommt, bringt die Dinger dahin. So, bevor die uns hier gleich nichts mehr finden. Wenn Creative gewinnt, kriegt dann auf deinem Discord einen eigenen Channel, so wie ich das gestern gewünscht hat. Nein. Boah, man sieht hier wirklich gar nichts. Gewinnt dann ganz viel Schwefel. Stimmt, Schwefel zu Eisenaufbau wäre natürlich auch eine Option. Wir haben hier dezenten Steinmangel.
Macht mal bitte das Haus fertig. Seid jetzt 4 Spieler auf der Karte. Ne, 2. Plus 2 KIs, die Spectator-Plätze besetzen. Nein. So, wir haben Holzüberschuss, das heißt, wir können die Nahrungsproduktion vorantreiben. Warte, wir haben ja nur 3. Wir haben ja erstmal nur 3 Sensen. Wir brauchen noch ein paar Fischerhütten. Also, man sieht wieder, die großen Wohnhäuser sind Noobfallen. Ovo. Nice try, my friend. Komm, wir lassen das erstmal auf 50 und dann machen wir gleich mal hier einen Pro-Gamer-Move. Keine Bäume mehr. Ah, warum sagt denn keiner mal was? Ich muss mal die Förster bauen. Spielt auch Trojaner, ja. Hatten auch gerade gesehen. So, Förster auf Prio.
das geht mir gerade auch ein bisschen zu langsam alles. Keine Bäume mehr, ja, das haben wir gleich. Baue schon mal einen Kopter. Mhm. Ist klar. Nur eine Kaserne. Ich bin froh, wenn ich die eine Kaserne erstmal auslaste. War das, dass ich die Förster verschlafen habe? Schaffen wir es vollstechnisch eigentlich doch ganz gut. Haben wir noch irgendwo den Soldaten? Incoming-Manakopter-Angriff. Mhm. Hier ist ein bisschen Schwefel. Aber ich glaube, das reicht nicht für einen Schwefelaufbau. Auch wenn es eine Metzelmine ist. Okay, die Geologen können wir auch bald wegpacken. Aus dir fällt Bäume. Greta Thunberg hasst diesen Trick. So, das heißt, der Turm kann weg. Und der Turm auch. So, gleich haben wir 25 Minuten auf der Uhr. Ich bin nicht zufrieden. Warum? Weil hier noch nichts steht. Theoretisch könnte ich hier einen Aussichtsturm bauen. Die PET-Mauer könnte dagegen nichts ändern. Sagen Sie, warum war es? Seien Sie präzise. Ich wusste ja, was gemeint war.
Während sich am Ende Creatives Armee von einem Hauptmann angeführt wird, der vor der Schlacht für die Befreiung der Arbeiterklasse brüllt. Creative, du hörst, von dir werden Dinge erwartet. Ich müsste einfach nur Power auf. Ich weiß, wie ich dich ablenken kann. Ich müsste einfach nur Power auf Mio spielen. Also ganz so einfach mache ich es dir nicht. 1,9. Okay, das Wasserwerk müsste damit eigentlich hinkommen. Und nein, wird's nicht. Ich brauche ein zweites. Wir brauchen auch noch eine Kohlemine. So, und jetzt müssten so langsam die... Ist hier noch eine Axt? Was wird von dir erwartet? Dass deine Armee von einem Hauptmann angeführt wird, der dann für die Befreiung der Arbeiterklasse brüllt. Aber es findet keine Bäume mehr. Welcher soll denn das sein? Wir bauen mal hier noch eine Jagdhütte dazu. Wollte schon sagen. Ihr helft mal hiermit aus. Also ich glaube, das ist selbst für meine Verhältnisse schlecht, was hier gerade steht. Aber gut, das mit dem Holzmangel war natürlich fatal. Wegen der Kohle, das erinnert mich an Gronkhs Kohle-Song. Oh. Das habe ich auch von einer Weile wieder angefangen zu gucken. Also nochmal von vorne. Weil ich es tatsächlich nie komplett gesehen habe. Irgendwann kurz vor Schluss hatte ich das Interesse verloren damals. Aber da entdecke ich halt im Moment die Vorzüge davon, YouTube-Videos auf anderthalb oder zweifacher Geschwindigkeit zu schauen. Das ist total erbärmlich, was hier steht. RIP. Absolut RIP. Just kill me already. Willst du in deinem eigenen Siedler Game-Erfolge einbauen? Ich meine, Achievements unter Umständen. Also ich fände es halt cool. Ich mag es, wie es Age of Empires 2 Definitive Edition gemacht hat, dass du halt bestimmte Missionen auf Weisen schaffen sollst, wie sie eigentlich nicht vorgesehen waren. Das hat Siedler in ein paar Missionen, aber halt auch nicht in sehr vielen. Weil halt die meisten Missionen einfach nur sind, erober das und das.
So, wir bauen mal hier weiter. So, wir haben keinen Steinmangel, aber wir haben Holzmangel. Zweiunddreißig Minuten auf der Uhr. Optimale Siedlererklärung, erobert das und das. Das ist leider zu wahr. So, da ich ja Steinüberschuss habe und zu wenig Holz, kann ich ja mal mit den Häusern hier arbeiten. Ach, warte, man soll im Spiel auch was bauen. Nur gelegentlich. So, 34 Minuten auf der Uhr. Warum sagst du mir das nicht gleich? Du hast mir ja auch nicht gesagt, dass ich die Förster bauen soll. Wie viele Krieger sollte man zu diesem Zeitpunkt haben? Auf jeden Fall mehr als ich jetzt habe. Oh, wie skandalös.
schon mal Sabos benutzt. Nicht aktiv. Das Ding ist, meistens sind sie ja im Multiplayer auch verboten. Wie sieht's kohletechnisch aus? Viel zu schlecht. Ich habe viel zu viel Gold. So, jetzt ist auch nicht mal der zweite Jäger besetzt. Das ist ja auch ein Krampf, dass die Kaserne ja unbedingt eine höhere Priorität haben muss für Bögen als so eine Jagdhütte. War mal so ein Brunnen, bitte. Okay. Mir gefällt die Fischsituation nicht. Aber gut, auf solchen Karten macht sich halt auch der Fischkohlebug bemerkbar. Hier oben ist noch ein bisschen Fisch drin. Das könnte man nutzen. Neununddreißig Minuten. Der nördliche Part ist jetzt passierbar. Oh, der Brunnen ist fertig. Ich habe jetzt erst gemerkt, dass der Brunnen am Trojanerwasserwerk fünfeckig ist. Was? Hä? So, Friedenszeit ist vorbei. Wer wird den ersten Move machen? So ein Planetending, Astrolabium meinst du? Ja. Sehr gerne, ist mit mein Lieblingsziehobjekt. Ich hatte tatsächlich mal überlegt, ob man so ein Ding tatsächlich auch in Minecraft nachgebaut kriegt. Aber man müsste es auf so einem absurden Maßstab bauen, damit man die Planeten halt auch da reinkriegt. Weil sonst hast du halt irgendwie einen Block. Aber was ich cool fände in Minecraft, was ich auch tatsächlich schon gesehen habe,
ist eine Sonnenuhr. Ich meine, das setzt natürlich Shader voraus, sonst funktioniert es nicht, aber das ist schon mega cool. Da muss man sich halt echt damit befassen, wie das funktioniert. Goldblock auf einem Zaunpfahl. Ja, das Astrolabium soll ja schon erkennbar sein als das, was es ist. Ich sehe es kommen. Jetzt wird keiner den anderen angreifen. Mach doch ein Video, wo du, in dem du alle Ziris aus S4 nach Schönheit rankst. So eine Tierlist müsste ich eigentlich echt mal machen. Ach, ist schon wieder alles durch hier. Mensch, da muss ich ja noch mehr Zeug in Auftrag geben. Die Konkurrenz schläft ja nicht. Ich habe wirklich nur eine Kaserne. Siehst du hier einen Stau? Also, es scheitert nicht an den Waffen. Also nicht daran, dass hier zu viele Waffen liegen würden. Müsste nicht sogar noch ein Geologe übrig sein? Sogar zwei. So, die Zielobjekte sind fertig. Aber wir müssen ein bisschen Gold überproduzieren, denke ich. So, den Turm brauchen wir nicht.
Der Hauptmann ist jetzt am Start. Hat jemand Punkte eingelöst oder warum diese Map? Ja. Creative Element hat das 1v1 eingelöst. Und wegen der Zeit, wobei 10:30 haben wir jetzt trotzdem. Aber einfach, damit es sich nicht so lange zieht, haben wir uns jetzt für eine Metzel-Map entschieden. Und ich hatte halt gerade The Woods noch die Version ohne Startboost. Hatte ich noch auf der Platte. So, jetzt bin ich gespannt. Titel falsch. Wir haben den Titel vorhin einfach nicht geändert. Hallo? Hör auf. Womit? Schon mal was von Privatsphäre gehört. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Also was man mir schon wieder unterstellt. Erst Bäume fällen, dann... Was? Hier sind, waren nie Bäume. Hier waren die Bäume kaputt, nachdem sie den Regenwald abgeholzt haben. Uff. Letzte Radius vom Holzfäller neu. Hier waren nie Bäume. Jeder, der was anderes behauptet, ist Fake News. Und die hier habe ich selber gepflanzt. Also wirklich. Wie war das? Lügen darf man nicht sagen.
Der Greta Thunberg kommt aus dem Bäumefelsen, jetzt halt der Ölindustrie an der anderen Stelle. Ich glaube, Greta Thunberg hat nichts gegen Sonnenblumenöl. Okay, er verirrt sich hier einfach, weil er ist von irgendwo hier rumgelaufen. Okay, ich merke, ich komme in Siedlermangel, glaube ich. Teilweise mehrere Kasernen. Schön für dich. Okay, beide sind. Beide mit einem Wohnhäuser sind fertig geworden. Mann, mir juckt gerade total die Hand, weil ich hier einen Mückenstich habe. Aber ich habe leider das Desinfektionsspray nicht im Haus. Also nicht im Zimmer. Im Haus schon. Aber halt im Schlafzimmer. Ich denke, das ist doch alles unter 400 Siedlermangel oder so. Ja, vorhin war es eigentlich noch okay, aber jetzt halt nicht mehr. Kommt, ganz ehrlich, euch benötige ich nicht mehr. Die ersten Häuser werden fertig. Weinhafen und eine Werft. Das wäre natürlich ein Pro-Gamer-Move. Wobei nicht hier, weil hier ist ein Riffel.
Na, aber so hart scheinen wir nicht im Siedlermangel zu sein, so wie schnell wie die Siedler wieder stehen bleiben. Ich habe den ersten Angriff, hier sehen wir nach etwa 2 Stunden. Na. Ich will heute noch ins Bett. Oder zumindest den Abend noch ruhig ausklingen lassen. Ich komme gleich, keine Sorge. Ah, das Ding könnten sie euch ruhig mal zu Ende bauen hier. Ach Mist, das hier war die ganze Zeit nicht. Kein Wunder, dass jetzt hier voll läuft. Ich habe das zweite Lager nie aktiviert. Die Zuschauer sollen mal raten, wie viel ich habe und wer gewinnen wird. Ihr habt den Mann gehört. Ach Mist, das dürfen ja nur bis zu 100 sein, damit sie sich automatisch verteilen. Ich sehe das. Was siehst du? Überwachungsmethoden. Wirfst du mir hier gerade Stasi-Methoden vor? Also bitte. Imagine Creative kommt mit einer Armee aus Hauptmännern. Das würde ihm tatsächlich gar nicht so viel bringen gegen mich. Also, ich meine, in der Menge gegen Bogenschützen vielleicht noch. Revolution macht sich gleich auf den Weg. What? Dread it, run from it. Revolution comes all the same here, ne? Für die Befreiung der Arbeiter. Die Revolution setzt ihre eigenen Arbeiter als Kanonenfutter ein. Ja, das ist wirklich. Das sind traurige Bilder, die wir hier sehen. Tod ist ja auch eine Art Befreiung. Wenn man es zynisch nimmt, ja.
Wow, ich glaube, wir haben uns doch ganz gut gespiegelt. Hör auf, mich zu exposen. Nein. How about no? Wenn Creative der Kommunismus ist, fühlt sich dann eher wie orthodoxes Zarenreich oder als imperialistische US-Army? Keine Ahnung. Komm, wir verbreiten mal ein bisschen Freedom hier. Oh, jetzt geht's los. Jetzt haben wir uns Spring Settlers vor, natürlich. Du spielst immer nur andere Spiele. Im Stream ja, weil ich auch im Stream versuche, andere Projekte voranzubringen, aber im Moment sind die Slots frei. Alter, voll das Diebe-Massaker hier. Die Arbeiterklasse wird wohl heute untergehen, ich sehe es. Gibst du, du hast so deshalb große Wohnhäuser gebaut. Aber das hat sich ja tatsächlich zeitweise jetzt im Metzl tatsächlich haben ja Leute damit angefangen, noch nachdem sie alles ausgebaut haben, mit Dieben irgendwie ihre eigene Armee noch ein bisschen anzudicken. Wo wir tatsächlich dann echt noch überlegen haben, ob wir Diebe nerven müssen, ein bisschen mit der Gesundheit, dass die halt nicht, dass die halt wirklich nach einem Treffer sterben ab einer bestimmten KK.
Das kann ich nicht verteidigen. Ihr Vater dann für die Revolution. Oho. Natürlich. So, der arme Bori gerade wurde zu Tode gesteinigt. Wow, ich habe tatsächlich mal ein Multiplayer-Match gewonnen. Ohne, dass mich Leute gecarried haben. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich. Aber guck mir mal, was du hier... Auf jeden Fall hast du sehr schön gebaut. Du hattest doch... Okay, du hast auf jeden Fall so viele Sachen... Waffenschmieden hast du so viel stehen wie ich, wenn ich das richtig sehe. Zwei Werkzeugschmieden. Ein bisschen wenig Gold. Du hast nur 8 Goldschmelzen. Das ist ein bisschen wenig. Oder hast du noch woanders? Nee, du hast noch nirgendwo anders welche. Aber viele Häuser, wie man gesehen hat. Und vor allem sehr schön hier gebaut. Nee, es sind sogar 7 Waffen. Du hast sogar eine Waffenschmiede mehr als ich. Okay, nice. Gucken wir noch gerade auf die Statistik. Okay. 179 habe ich vorhin auch als Schätzung gelesen, glaube ich. Ja. Ja. Dir fehlte das Gold, oder? Und offensive Kampfstärke 92%. Ja, 7 Waffenschmieden, 7 Goldschmelzen, 7 Eisenschmelzen. Aber immerhin eine Rüstung. Siedler hattest du aber auch nicht insgesamt. Du hast insgesamt auch nicht wirklich mehr Siedler gehabt, 20. Krass. Ich habe immer gesagt, dass ich schlecht bin. Ja, aber wenn schlecht gegen schlecht antritt, ne, und so. Aber war cool. Ich danke fürs Dabeisein. Ich würde sagen, wir gucken mal, wen wir noch raiden können.